Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute Thema Springbrunnen. Hallo Martin, ich habe in meinem 13.000 Liter Teich einen Springbrunnen immer mal mit am Laufen, mit einer 1500er Pumpe. Kann der Springbrunnen auch für einen Gasaustausch sorgen und dadurch den pH-Wert oder andere Wasserwerte verändern? Grüße Fred, PS, hoffe, du lässt ihn mal bei mir sehen. Ja, Fred wohnt nicht weit weg von mir und ja, ich werde mich mal bei dir sehen lassen. Aber ich habe wirklich viele Anfragen. Ich richte mich das mit den Terminen oder mit den Teichen, die ich besuche, immer nach der Richtung, in der ich gerade ohnehin unterwegs bin. Und ja, du wirst einen Gasaustausch haben. Das hat einen Einfluss auf den Gasaustausch. Ich weiß jetzt nicht, was für eine Form von Springbrunnen das ist. Ist es so ein Schaumsprudler oder macht es so einen Pilz? Oase hat er ja als Marktführer von diesen ganzen Springbrunnen-Dingern eine ganz reichliche Anzahl und Auswahl an solchen Springbrunnen. Aber der Einfluss wird gering sein. Also ich sage jetzt mal, wenn man ein kleines Goldfischbecken hat mit 500 Liter und du wirst dieses Setup fahren mit einer 1500er Pumpe, dann wirst du einen riesen Einfluss haben. Aber wenn du jetzt 1500 Liter in einem 20.000 Liter Koi-Teich hast, da passiert gar nichts. Wir haben ja auch schon an Wasserfällen gemessen. Da ist da, wo das Wasser am Wasserfall runterkommt, da ist nicht mehr und nicht weniger Sauerstoff im Wasser drin. Vielleicht CO2 als schneller flüchtiges Gas. Da könnte es vielleicht passieren, dass ein bisschen was rausgeht. Aber am Ende sind wir beim Koi-Teich, um einen effektiven Gasaustausch zu haben, sind wir wirklich auf die Belüftung angewiesen. Sind wir vielleicht auf große Rieselfilter angewiesen, wo in der Stunde nachher tatsächlich 20.000, 30.000 Liter in Relation zu unserem Teichvolumen natürlich, wo jetzt wenigstens mal ein Drittel bis die Hälfte des Wassers über den Rieselfilter pro Stunde gehen und der Rieselfilter auch noch so belüftet wird, dass man diesen Kamineffekt dadurch erzeugt, dann kann man wirklich auch von Einflüssen auf den Gasaustausch reden. Aber wenn der jetzt so ein kleiner Springbrunnen ein bisschen vor sich hin äumelt, also ich glaube, damit könnte man nicht mal kurzfristig die Fische am Leben erhalten, wenn alle anderen Belüftungs- und Gasaustauschverfahren abgestellt werden. Aber das sind alles Dinge, wenn ich von Japan zurück bin, will ich das alles genauer wissen. Dafür haben wir die Testanlage, mit der wir auch gerade schon eifrig am Arbeiten sind, wahnsinnige Ergebnisse schon haben, überraschende, erstaunliche Ergebnisse, über die wir dann berichten werden. Wir haben derzeit auch einen Student, ein sehr schlauer Kopf hier am Mitarbeiten, der sich gerade um alles und die ganzen Versuche kümmert. Also da können Sie sich drauf freuen. Wir werden mit dem Modern Koi Professional allerdings tatsächlich erst nach meinem Japan-Aufhalt dann im Dezember, wenn ich richtig schön Zeit dafür habe, beginnen. So, Fred, mach's gut. Vielleicht lasse ich mich in den nächsten Tagen mal sehen. Und dann wäre das aber schon gewesen, bis du jetzt den Blog siehst. Machen Sie es gut. Bis dann und schauen Sie mal wieder rein. Ciao.